Herzlich willkommen zum weiteren Video. Ich bin's wieder, euer Max. Heute Kipptrailer. Wir sind hier am Zwenkauer See, wollen ins Boot slippen. Vorher müsst ihr euch natürlich eine Gestattung holen und eine Slipgenehmigung. Gestattung kostet 20 Euro im Jahr, Slipgenehmigung 10 Euro. Und ja, jetzt zeige ich euch halt einfach mal ganz schnell, wie man hier den Kipptrailer verwendet und was die Besonderheiten sind. Zum ersten werden wir erstmal komplett das Boot mit allen Gurten befreien. Das eine, was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe alle Gurte hier auf diese Automatikspanngurte umgestellt. Das heißt, die kann man nach dem Abmachen wieder aufrollen. Das ist einmal hier für vorne. Zack. Kann man dann hier natürlich aufrollen, um das ein bisschen platzsparend zu verwenden. Und hier hinten bei denen genau das gleiche. Habe ich dann auch einmal auf diese Automatikspanngurte umgestellt und das Boot hier hinten nochmal mit ordentlichen Karabinerhaken versehen. Und das lösen wir dann einfach, indem wir hier auf diesen roten Knopf drücken. Dann ist das schon gelöst und dann können wir das ganz einfach anziehen und dann wird das hier einfach abgemacht und hier rangeschoben. Zack. Geht extrem schnell und ist platzsparend. So, das machen wir jetzt auch noch mal auf der anderen Seite. Zack. Denkt dran, bei diesen Automatikgurten, die haben eine geringere Zugkraft als die normalen bei selber Stärke. Deswegen habe ich wirklich sehr starke Automatikgurte genommen. Der Lampenträger abgeschraubt werden. Genau. Tropft Wasser. So. So, jetzt muss ich kurz den Schlüssel holen. Schlüsslein, Schlüsslein an der Wand. Wer ist der Schlüsselmeister im ganzen Land? So, der Motor wird dann weitestgehend, wie immer, nach oben gefahren. So, Motor wird weitestgehend nach oben gefahren. Und jetzt fahren wir erstmal ins Wasser. Und jetzt sehen wir auch schon, die Slipstelle ist sehr, sehr flach. Und das Problem halt bei jeder Slipstelle, die flach ist, dass man mit dem Auto zum Beispiel sehr weit reinfahren muss. Das wollen wir jetzt hier alles vermeiden und daher werden wir das Boot jetzt kippen mit diesem Kipptrailer. Da gibt es dann hier die Schraube, die wird gelöst. Legen wir erstmal hier drauf. Natürlich nicht verpaddeln. Und jetzt kann die Spannung hier gelöst werden. So. Dann können wir es ein bisschen runter machen. Und jetzt kippen wir das ganz einfach ein bisschen hoch und können jetzt das Boot quasi ohne, dass es im Vorfeld
hinten aufgeschwommen ist, ins Wasser lassen. So. Genau. So, wunderbar. Ich muss noch ein bisschen weiter. So. Genau. Jetzt haben wir das Boot im Wasser. Jetzt können wir das hier wieder zuschrauben. Zack. Das Boot vom Haken lösen. Genau. Zack. Ja, und somit ist das Boot jetzt schon geslippt. So. Und somit ist der Slip-Vorgang jetzt schon in wenigen Minuten fertig. Und das auch alleine ging es relativ easy. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Werde ich in Zukunft auch ein paar weitere Slipstellen vorstellen. Und wünsche euch ansonsten noch alles Gute. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer MT-Benz 140.